hier am südlichen Ende von unserem Grundstück. Also eigentlich so zum Nachbargrundstück hin. Da haben wir eine kleine Obstplantage angepflanzt. Wir haben unterschiedliche Bäume schon hingepflanzt. Wir haben kleine Bäumchen geholt, zum Teil veredelte Bäumchen, gepropfte Bäumchen, dass sie ein bisschen stabiler wachsen sollen oder resistenter sein sollen gegen Krankheiten, gegen Schädlinge. Ich will einen kurzen Überblick geben, was wir hier für Bäumchen haben. Hier das Bäumchen hier, das ist ein Cashewbaum. Das ist mit den Cashewkerne, aber die Frucht, die kann man auch essen. Und hier sieht man, der hat schon neue Blätter gekriegt. Das ist ein Avocado, guter Avocado. Dann haben wir zwei Bäumchen. Auch schon neue Blätter bekommen. Avocado. Die fängt gerade erst auszulassen. Das ist eine veredelte Sorte. Das ist eine zweite gute Avocado, die ist sehr gut am Wachsen. Die hat sehr gut aufgenommen. Das Versetzen. Man sieht überall letzte neue Äste raus, neue kleine Äste, junge Äste, viele Blätter, saftiges Grün, schön feste Blätter. Die alten, die hängen noch so ein bisschen runter. Das war vor dem Umpflanzen bzw. zu Beginn des Umpflanzens hatten die kurz gelitten, aber hat sich jetzt sehr gut angenommen und wächst. Hier ist das Sauersuppe-Bäumchen. Hier sieht man neue kleine Blätter. Hat auch das Umpflanzen gut vertragen. Auch hat angeschlagen. Hier ist noch ein Bäumchen, da kommen auch kleine Äste raus, Blätter, schön saftig, grün. Das ist auch ein Cashewkern, eine andere Sorte, also wir haben zwei Sorten, verschiedene Sorten, die unterschiedlich früh reifen und spät reifen. Sehr gut angeschlagen. Das ist Surinam-Kirsche, glaube ich. Ja, hier ist die Surinam-Kirsche, das andere war falsch. Also das ist die Surinam-Kirsche. Die hat kleine junge Blätter bekommen. Ein bisschen ist am Leiden wegen der Sonne, aber man sieht, auch die lässt wieder neu aus und berappelt sich. Hier ist ein Maulbeerbaum. Auf so ein, also ein Baum, wenn es ein Baum wird, das der Zachäus aus der biblischen Geschichte bekannt. Hat auch frische kleine Äste hier bekommen, einige an frischen jungen Blättern. Ein paar Äste, neue, ein paar Blätter. Und hier war eine Überraschung dabei, wo wir die Bäumchen gekauft haben und bei uns die noch stehen hatten lassen. Da haben wir mal eine Wassermelone gehabt. Hat irgendjemand von den Kindern Wassermelonenkern bei den Bäumchen reingespuckt in die Erde. Und jetzt haben wir schon eine sehr große Wassermelonenpflanze. Die gedeiht hier auch sehr gut. Deswegen habe ich dann, wo ich die dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, dann kann ich ja den Versuch starten mit den anderen Wassermelonenpflänzchen und habe die dann vorgezogen und jetzt eingepflanzt. Die sind gerade mal jetzt 4 Tage in der Erde und gucken wir mal, ob die anschlagen, was daraus wird. Aber diese hier, die scheint sehr gut zu wachsen, fühlt sich sehr wohl, hat schon 5-6 große Blätter. Hier ein schöner Seitenarm. Gucken wir mal. Ein kleines Bäumchen, das ist, soll eine Medizinpflanze sein, dass man daraus Tee machen kann, ist entzündungshemmend, Fieber senkt, für den Magen. Die haben wir beim Kauf der Bäumchen dazu bekommen, geschenkt bekommen.
hat auch schon neu ausgelassen, kleine Blätter bekommen, kleine Äste. Wächst auch. Das ist dann die zweite Reihe hier, die südlichste Reihe unserer Plantage, Obstplantage. Das sind Mangobäumchen, sehr gut am Wachsen. Die haben ein paar neue Blätter schon bekommen, ist schon größer geworden. Und die wachsen aber schubweise. Lassen ein paar Blätter aus, die werden dann dunkelgrün. Dann kommen wieder ein paar Blätter, ganz hellgrün, dann werden sie dunkelgrün. Also die wachsen schubweise. Hier ist noch ein Mangobäumchen, eine andere Sorte. Wir haben insgesamt drei Sorten genommen, die unterschiedlich spät reifen. Hat auch schon ganz kleine Blätter hier bekommen, kleinen Ast, Seitenast, und steht auch sehr stabil. Ja, das ist eine andere Sorte, das ist eine mittlere Sorte. Die sind dann etwas größer, rötlicher. Hier ist nochmal diese frühe Sorte. Da sieht man, die hat drei hellgrüne Blätter. Und die werden jetzt dunkel und dann kommt der nächste Schub. Also die hat sie auch schon angenommen, wächst auch. Hier ist hat schöne Blätter, so wie Finger verteilt die Blätter. Die hat jetzt hier und hier und hier richtig ganz neue Blätter. Die Pflanze, das ist ein Brotfruchtbaum, ist das, und ein Bäumchen. Und sind wir gespannt, wie die sich dann machen wird. Aber die scheint macht einen sehr guten Eindruck. Bisschen von der Sonne leiden die noch. Wie gesagt, bei uns auf dem Grundstück, wir haben hier nicht so viel Schatten. Das war vorher alles eine Weide, Weideland. Aber die scheinen das doch gut hier mitzumachen. Treiben aus. Jetzt kommen unsere Zitrusfrüchte. Wir haben mehrere Zitrusfrüchte. Die haben auch sich gut angenommen. Hier ein ganz großer neuer Ast gewachsen. Blätter zwar gelb geworden. Wir haben eine Orangensorte, wir haben eine Blutorange, wir haben eine Limonen, wir haben eine Pomelo und Mandarinen, zwei Mandarinensorten. Hier ist eine, auch hier sieht man, kommen ganz kleine neue Äste raus, Blätter raus, auch die hat sich gut angenommen. Was interessant ist, wusste ich vorher nicht, die Orangen oder Zitrusfrüchte oder Zitrusbäume, die haben alle Stacheln. Was man hier sehen kann. Da, die haben Stacheln. Und da sieht man auch. Die haben große Stacheln. Das war mir vorher so nicht bekannt. Und noch, das ist glaube ich die Blutorange. Die steht ein bisschen, also die hat jetzt noch nicht ausgelassen. Man sieht natürlich, dass er einen Ansatz hat für kleine Äste oder frische Blätter, aber die steht noch frisch. Blätter sind grün, wird nichts gelb. Vielleicht braucht sie ein bisschen länger. So, letztes Zitrusbäumchen hat schon ein paar kleine Äste bekommen, weitere grüne Blätter. Aber man sagt in der Gegend, dass die Zitrusbäume allgemein hier also jetzt nicht so prächtig aussehen. Die haben das wohl so an sich. Die sehen immer so aus, als ob sie leiden würden. Aber die tragen trotzdem gut Früchte. Wie gesagt, unsere hier haben jetzt die meisten Bäumchen am Mann geschlagen. Das war jetzt so eine kleine Übersicht, was wir uns geholt haben. Ja, und hier von den Bäumchen, von manchen Bäumchen hoffen wir, dass wir schon 2 Jahren die ersten Früchte haben, andere in 3 Jahren. Aber so in 3 Jahren sollten eigentlich alle schon das erste Mal tragen können, und bei guter Pflege vielleicht so ein bisschen früher, aber auch da wird es dann noch etwas abgegeben. Bis dann! Ja, heute haben wir den 7. August, bin jetzt wieder auf dem Grundstück. Es hat jetzt die letzten Tage geregnet, jetzt seit 2 Wochen haben wir Regenzeit, und
Erde ist gut nass, gut gefeuchtet worden, das heißt die Pflanzen konnten hier gut wachsen und haben gut Wasser bekommen zum Trinken. Und jetzt gehe ich gerade hier ab, einmal gucken, wie die Pflanzen stehen, die Bäumchen, die wir gepflanzt haben, ob die alle angeschlagen haben. Aber die Bäumchen, die wir vorher schon gepflanzt haben, unter anderem die Mangobäumchen, da haben wir eine kleine Überraschung. Ein Mangobäumchen hat so weit ausgelassen und neue Triebe bekommen, dass sogar hier Blüten sind. Also so früh hätte ich mit einem Blütenstand nicht gerechnet. Aber ein Mangobäumchen hat hier einen Blütenansatz. Hier ist eine Wassermelone, die ich nachträglich eingepflanzt habe. Hat sich gut angenommen. Die hatte ich vorher vorgezogen in einem kleinen Becher. Die wächst. Hier ist die Surinam-Kirsche. Und die hat sehr gut sich hier erholt und ist gut gewachsen. Viele neue Blätter. Sieht man hier an den bunten, rötlich schimmernden Blättern. Saftig jungen, grünen Blättern. Sehr schön. Hier das Brotfruchtbäumchen wächst auch stramm vor sich her. Hier das Blatt ist neu, das Blatt ist neu, das Blatt ist auch neu, hier kommt schon ein neues Blatt raus. Unkraut sprießt natürlich auch gut. Da es aktuell regnet, kommt dem ganzen Pflanzen das zugute. Unsere Bäumchen machen sich alle gut und natürlich das Gras hier wächst natürlich auch gut mit. Da sieht man, Bäumchen stehen, sind noch in dem Gras zu erkennen, aber bald wieder Zeit zum Rasenmähen. Hier haben wir ein Orangenbäumchen. Und das hat richtig viele neue Triebe bekommen. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Triebe. Also es funktioniert. Hier ist ein Avocado-Bäumchen. Ein veredeltes. Und das hat auch schon sehr gut noch Blätter gebildet. Hier sieht man an den roten Blättern, das ist alles, was neu gewachsen ist, neu ausgeschlagen hat. Hier, da hat er einen kleinen neuen Ast. Hier ist ein neuer Ast. Ja, hier ein kleiner Hauptstamm. Hier macht sich auch gut. Hier scheint sich eine kleine Raupe dran gemacht zu haben. Eventuell, das müssen wir noch rausfinden. Aber von den Blattschneiderameisen sind wir bisher verschont geblieben. Also noch nichts entdeckt, wo die sich hier satt gefressen haben oder irgendwas kalt gerasiert haben. Zum Glück noch nichts von gehabt. Ja, hier die späte Sorte Avocado. Auch die hier hat erfolgreich angeschlagen. Da versteckt sich sogar eine kleine Spinne drin. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neun neue Stängel. Die Bäumchen werden hier als Landeplatz für die Vögel genutzt. Viele kleine Vögel fliegen hier auf Grundstück rum. Und dann sind natürlich unsere Bäumchen hier eine willkommene Landestelle. Aber so werden auch die Bäumchen indirekt gedüngt. Hier haben wir ein Soursop-Bäumchen. Auch da sieht man, die hellen grünen Blätter sind alles, was jetzt neu gebildet wurde. Auch ein bisschen zerfranst. Wie gesagt, die Tage davor gab es hier ziemlich starke Winde, ein bisschen, und da sind die Blätter durch den Mittelleitstoff gezogen worden. Aber macht sich gut, hat gut angesetzt. Was wir hier entdeckt haben, hier haben wir eine kleine Raupe, die sich ein paar Blätter schmecken hat lassen.